прошу вас всех приветствовать их. Und bitte begrüßen Sie. Karo Murat, der Europameister und Kandidat zum Weltmeister im Mittelschwergewicht, im Boxen. Und David Graf, im Schwergewicht, Kandidat für Weltmeisterschaft im Berufsboxen, professionelles Boxen. Und die Sportler wollten von sich aus, haben den Wunsch erklärt, ein paar Begrüßungsworte, ein paar gute Worte zu unserem Festival und zu unserer Veranstaltung sagen. Das haben wir Ihnen gegönnt und ich gebe jetzt das Mikro an Sie. Bitte schön. Guten Abend erstmal. Also ich freue mich riesig, heute hier zu sein auf diesem Festival von unserem Komitas. Ich habe von jungen Zeiten von meinem Papa wirklich viel gehört von ihm. Er hat viel von unserem Volk gemacht. Und ich freue mich riesig, dass es hier diese Veranstaltung stattfindet. Und auch vielen Dank an unsere Veranstalter Waran, dass er sowas organisiert hat. Und das ist einfach große Ehre. Und ich freue mich, dass es jedes Jahr sowas passiert, dass wir alle uns unser Erfolg unterstützen. Dankeschön. Guten Abend erstmal. Ich bedanke mich an erster Stelle, dass ich hier eingeladen wurde und heute hier sein darf. Auf dem ersten Festival von unserem Musiker und Komponisten Komitas, weil ich persönlich mache auch Kunst, ich male und Musik ist einfach eine Kunst für sich. Das macht mir sehr viel Spaß hier, die Musik zu hören. Ich war auch gestern schon hier und habe wirklich die ganze Zeit mit Gänsehaut die ganzen Lieder gehört und ich musste einfach heute nochmal kommen und morgen werde ich auch nochmal hier sein. Und ich hoffe, es wird trotzdem jedes Jahr klappen und dass es hier stattfindet, dieses Festival, und fortgeführt wird, denn ich werde immer, wenn ich Zeit finde, hier sein dafür, weil es was Tolles ist. Dankeschön. Sie haben es gehört, das macht Komitas Musik und überhaupt die Musik macht allen Spaß. Wir bedanken uns bei unseren Künstlern ganz herzlich, dass sie Sportkünstler im Sinne, vielen herzlichen Dank. Und nach dieser kleinen Überraschung bitte ich Herrn Professor Buchholz wieder auf die Bühne, damit er das Programm weiterführt. Vielen Dank.